Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen wieder zurück zum, beziehungsweise gar nicht zurück, sondern zum Let's Be Owned. Weil es gar nicht wirklich ein Kampf genannt werden konnte, sage ich schon mal im Vorhinein, in der Kommentatorenkabine neben mir, sagen wir es mal so, ist der Stray. Hey! Ja, hi Leute, ich bin mal wieder dabei, altbekannt halt, ne, und kommentiere heute mal mit. Und es geht schon direkt los. Bevor der Flame losgeht, wegen Gift, etc., riesengroßen Damage auf Owned Seite, ich muss zugeben, ich habe knallhart verloren. Meine Güte, ja, es passiert. Zwar hier am Anfang ein schöner Catch mal meinerseits her, mit Buff auch schön nochmal gerettet in der Seite, aber es gab im Nachhinein, nach diesen drei Matches, nochmal ein Match, wo Owned normales plus 7 Aranka-Set angezogen hat, ich habe nicht gesehen, aber er hat es gesagt, dass es so gewesen wäre, habe ich so vertraut und alles, und da habe ich auch gnadenlos verloren. Also es wird seinen Grund haben, warum ich verloren habe. Ich war einfach nur am Verzweifeln nach dem Fight, war auch wütend und sauer, und schaut es euch an, guckt an, ich meine, man 444 Damage pro Gift bei 1 steckt natürlich sauhart, ne? Tut weh. Ja, ich überlasse zum größten Teil dir die Meinung hier, Stray. Ja. Versuch mich irgendwie zu retten. Was gibt's da zu retten, wo es nichts zu retten gibt, ne? Ja, also, ich versuche halt auch so, also ich bin ja momentan jetzt inzwischen so, dass ich es mit Humor mehr sehen kann. Ich war nach dem Kampf ehrlich gesagt ein wenig angepisst. Ja, das hat man gemerkt. Weil ich erstmal wirklich nichts Großartiges an dem Kampfstil gefunden habe von Owned. Ich habe sehe jetzt den Fight zum zweiten Mal, also jetzt, nachdem ich gegen dich gekämpft habe, vielleicht kannst du mir was Gutes sagen, damit ich einfach mal was loben kann. Ich meine, es ist viel Geschwindigkeit da auf jeden Fall, auf beiden Seiten. Ja, aber... nee, ja? Ja, ich fange direkt mal an, was ich jetzt bei Owned sehe. Viel Basic-Kram. Er macht nicht wirklich vieles. Er macht viel Y-Keks mit Naturgewalt und versucht mit Alpha-Fight zu catchen, macht keine wirklichen schönen Kombos mehr auf effektiv, ja, und... Das ist vermutlich die Sache, warum ich einfach den Kampf nicht so wirklich anerkennen wollte. Also zumindest bis jetzt. Also es gibt gab eine Szene, da hat man was Schöneres gesehen. Jetzt hier so bisher erstmal nicht, aber warten wir es erstmal ab. Ich meine, ich lauere wie üblich halt an der Seite, gucke halt, wie komme ich ran, will halt meine übliche Kombo, hab's jetzt auch geschafft. Man sieht mega Gear-Ressi drinne. Ja, du hast mit der Erzfeind nochmal so bekommen. Da merkwürdig irgendwie nach unten gekommen, aber also durchgeklitscht, ist normal bei den Maps eigentlich. Ja. Aber merkwürdig schnell in dem Moment, hab ich auch ups gedacht, was ist denn jetzt ab? Aber gut, habe ich sie wieder. Ja. Damage, ja, 353 mit Herzfeind. Ja, das ist gar nicht. Also es ist auf jeden Fall viel Resi bei ihm vorhanden und wahrscheinlich auch viel Zusatzschaden, so wie ich das sehe. Und natürlich das Gift, das haut natürlich ordentlich rein. Du hast nicht viel Gift-Resi, was ich nicht verstehen kann. Aber gut, ist jedermanns Sache. Jeder hat irgendwas anderes. Ich rechne nicht damit, dass Leute im Free-Channel Gift nehmen. Aber ja. Ich, wie gesagt, die hat im Nachhinein auch kein Gift im verwendet, als wir den vierten Fight gemacht haben, den wir nicht auf Video haben, zumindest ich nicht. Und da habe ich auch entsprechend gnadenlos verloren. Alles ich meine, ständig Low-Kick natürlich. Low-Kick ist eine Sache, die mich immer riesig aus dem Konzept gibt, aber ist keine Ausrede für diese Niederlage. Ja, das war jetzt, Marco, ich unterbreche mal kurz, das war jetzt gerade gar nicht mal so schlecht von Owned. Ist halt sehr, sehr schnell auch, ne? Also, er hat auf jeden Fall eine ziemlich krasse Sockelung. Gut, macht halt seinen Damage und sein Gift halt noch dazu, aber hin und wieder, du lässt dich auch zu leicht reinlegen. Ich würde sagen, er setzt nicht viel auf Kombos. Allerdings ist er verdammt gut, was das Catchen angeht. Er kriegt dich sehr oft. Also entweder warst du einfach nicht richtig bei der Sache oder nee, das ist schon so auch eine Sache, wie dieser Aufreiß, hast du gesehen, ja, ne? Normalerweise hätte der meiner Meinung nach treffen müssen. Ja, das ist halt. Und das sind so Situationen, die ich nicht verstanden habe in dem Moment. Es sind Sachen drin, wo ich mir denke, okay, die Situation war dumm von mir, da hätte ich weglaufen sollen, hatte ich keinen sicheren Catch. Da gut im Nachhinein hinterhergegangen von Owned, definitiv. Der Damage ist da, man sieht einfach, boah, ne? Ja. Aber es ist meinetwegen so Situationen wie diese Aufreißsituation, die ich zum Beispiel nicht verstehe. Ja. Also es ist halt Aufreiß, da wie gesagt, mal so, mal so. Ja. Aber 600. Ja, das ist der Gift, So, aber der Aufreißer, der ist halt wirklich Aufreißer halt. Man weiß nie wirklich, ob er jetzt trifft oder nicht. Aber mal was anderes.
man sieht nicht viele Kombos von ihm, aber als er dich gerade eben nicht hatte und oben auf der Plattform war und geguckt hat, was machst du, muss ich ihn wiederum loben. Ich glaube, die Leute haben es auch gesehen. Er hat den Plattform-Swap gemacht, den du halt von Storm auch kennst. Ja, natürlich. Also den kann er anscheinend auch, aber ich verstehe nicht, warum er ihn so wenig einsetzt. Er nutzt ihn ja jetzt meinetwegen nicht irgendwie, um in PvP irgendwelche jemanden in eine Combo zu halten. Ja. Ich meine, natürlich ist wichtig, das so zu haben. Ich glaube, das ist so ein Backstab irgendwie von Rena da, ne, den er da verwendet. Das ist ein Backstab von Rena. Das ist ein sehr beliebter Catch auch. Ich hasse ihn, wirklich. Ich hasse ihn, wenn die Renas nur diesen Catch nutzen. Aber dass er den Swap halt nicht verwendet, wird wahrscheinlich auch viel daran liegen. Er benutzt keinen Schock, er benutzt halt Gift. Aber, ja. Und ich denke mal, also wenn ich das so sehe, denke ich mal, wird mir die Geschwindigkeit vor allem sehr, sehr zu setzen geben haben. Also, dass man spielt häufig gegen wirklich solche Speedstarters. Oh ja. Das ist zum Beispiel, da habe ich zum Beispiel wiederum nicht verstanden, warum war der Stand nicht so lange? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass er 100... Es gibt ja dieses 120-Hertz-System, was den Stand verringert, aber ich glaube, du hast einfach nur nicht richtig genug getroffen, nur leicht gestriffen. Das ist irgendwie bei dem Skill manchmal so. Sie stand da und ich habe da mit den X getroffen. Also ja. Und dann ist sie hochgesprungen. Ja, das ist bei Renas schon mal das Öfteren. Ich verstehe das auch nicht ganz. Und da ja Art... Und ich war halt da schon, in dem Moment war ich wirklich schon angepisst. Man sieht so Flames direkt. Ich vorstellen, ich stelle die Videos ja online oben, ne? Und ja, dann kommt so 4-0, scheiße, ne? Mhm. Und halt, wo ich halt nicht unbedingt halt sehe, ich sehe nicht unbedingt diesen Klassenunterschied, aber man muss halt eben einfach sagen, ich glaube, das Mindgaming von ihm war ziemlich gut. Ja, das auf jeden Fall. Das ist halt auch das, was ich meine. Er prägt halt seine Kombos nicht wirklich mit Style. Und die Sache eben halt, durch die Geschwindigkeit komme ich da gar nicht mehr weg aus der Ecke, ja, zum Beispiel. Das war auch ganz gut, da hatte man eine Side-Change gemacht, allerdings auch mit einer Fähigkeit von Rena, nicht manuell. Gut, kann man machen, wie man will eigentlich. Sah halt optisch gar nicht so schlecht aus, aber jetzt auch wieder. Er weiß halt, als könnte er sehen, was du als nächstes vorhast. Also echt Hammer. Ich denke mal, es hat viel wirklich mit der Geschwindigkeit auch zu tun, halt, dass er entsprechend darauf reagieren kann. Ja. Das ist halt wirklich recht ärgerlich, auch unter die Geschwindigkeit kann er, glaube ich, vielleicht hat er vielleicht auch diesen verringerten Stand irgendwo. Ein bisschen. Mir kommt es auch ehrlich gesagt so vor, als wärst du extrem langsam in dem Kampf. Ich sag's mal so, es ist mir verdammt aufgefallen. Es war jedes Mal so, ich hatte permanente 80 FPS drinne. Und jedes Mal, wenn Owned näher kam, sind meine FPS langsam auf 70 und 60 runtergegangen. Okay. Allerdings war der Fight ohne Aufnahme dann wieder mit normalen FPS-Bedingungen, da habe ich auch total verloren. Vielleicht, weil ich emotional einfach aufgewühlt war, aber 4-0 ist 4-0, daran ändert dann auch nichts. Ja. Da kann ich auch nicht sagen, dass ich emotional aufgewühlt war. Richtig. Man merkt halt vielleicht schon so ein bisschen an meiner Stimme jetzt noch, dass mich der Kampf wirklich so ein bisschen beschäftigt. Also ich sehe auch dann, ich weiß nicht, was du da teilweise machst. Du verschwendest deine MP und da auch eben der Schattenschritt einfach ins Leere und... Der Schattenschritt war deswegen, um aus der Seite rauszukommen. Okay. Aus der Ecke. Ja, um halt sicher rauszukommen. Ja, aber er war nicht wirklich nötig und... Klar, er benutzt halt auch Machtbooster, das ist ziemlich gemein, weil du verzichtest drauf. Wegen dem Chor. Das überlasse ich jedem. Ja. Das ist meinetwegen mal ein gutes Set, aber wer, guck, der Stand so niedrig gewesen, so kurz. Ja, das ist aber, ich sag mal, wenn du Renas nicht richtig triffst, bringt dir das dann auch so nichts. Du hast halt den Fehler gemacht. Bei Renas spiele ich viel auf den normalen Sprung Y-Catch. Ach, hast du den Alpha-File-Damage gesehen? Der war auch ziemlich hart. Also ich spiele viel mit Sprung Y, weil die meisten Leute, die springen einfach wieder hoch. Und dann triffst du sie wieder mit Sprung Y, bis du sie irgendwann sicher in der Combo hast. Und ja, ich glaube, er hat auch recht halt viel Gear-Resi. Gear-Resi hat er locker viel, das auf jeden Fall. Hat man ja gesehen, plus 0 war es ja mit. Wahrscheinlich fast 500 oder so. Ich meine, ich habe ja nichts gegen die Gear-Resi. Da habe ich so versucht, ja, mit dem Buff ganz gut geklappt. Sind ein paar gute Situationen von mir dabei. Ja. Da habe ich gehofft, ihn down zu kriegen, aber da war der Drop im X-Crash. Er wäre wahrscheinlich auch so nicht down gewesen, weil er hat schon
erstaunlich hohe Schadensresistenz. Und du sagtest, jeder Kampf glatt verloren. Also ich finde, bin jetzt mal echt gespannt. Seh, du hast noch keine 100 MP, hast dreifach, oh, du hast dreifach Gift drauf. Alles klar. Da doof natürlich von mir gewesen. Mhm. Sehr wobei doof, mich der Pfeil noch im Aufreißer getroffen hatte. Also ich hatte eigentlich nicht gerechnet, dass ich mit der SA dann wegspringen kann, notfalls. Leider nicht, nein. Also es gibt bei Aufreißer echt, du denkst, du kannst weg. Gut, da hat das Gift dich natürlich dann gekillt. Du denkst, du kannst weg, aber diese SA vom Aufreißer, ich vertraue dir nicht ganz. Was mir auch häufig passiert ist, dass ich dann gecatcht werde dadurch, weil sie einfach viel kürzer ist als erwartet. Jetzt werde ich natürlich ungeduldig, weil ich den Kill haben möchte. Mhm. Ne? Aber man sieht es halt einfach, schön mit Nature Force dort gecatcht, der Versuch der Combo zumindest. Ja, ne? Da hätte er einen Pfeil schießen können und wäre dann runtergeslidet und hätte dich direkt wieder gehabt. Also das kann eigentlich jede WS, die einigermaßen Ahnung hat. Jetzt den Passiv getriggert. Ja. Jetzt müsste ich sie eigentlich nur mal treffen. Es ist halt immer so eine Sache jetzt. Da wieder gleicher Versuch, außerdem in die falsche Richtung geschlagen, ne? Mhm. Und man sieht halt, bei ihr 1, 2 kommen und du bist weg. Ja, ich merke aber auch, dass du da schon ziemlich genervt warst und jetzt rennt er einfach nur und du bist tot. Zack, vorbei. Jupp, 4-0. Wobei es schon beim 2-0 so war, dass ich sie auf 1 HP unten hatte. Ja. Ne? Aber es ist halt eben so eine Sache, ne? Klar, durch Nasor-Zeit auch noch und Eclipse etc. verdammt viel Leben. Ja, das schon, aber sag mal, du machst wenig Damage. Ich weiß jetzt nicht, wenn du dein Damage-Set angezogen hättest. Also man kann ja gerne mal den Damage-Vergleich machen, gucken gleich mal, ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Die wird mehr Damage machen, aber ist wie gesagt nach wie vor keine Entschuldigung für die hohe Niederlage. Nein, auf gar keinen Fall. Das also man sieht ganz klar, also, dass sie mich dominiert. Mhm. Ich denke mal, Gift und Low Kick haben mich zum Teil aus dem Konzept gebracht. Auf jeden Fall, die Speed noch dazu und Speed, die hohe Kiri, also, du hattest kaum Mana. Der Mana war jetzt, das fand ich jetzt weniger das Ausschlaggebende. Mhm, es gibt halt verschiedene Punkte. Man muss halt zu Recht sagen, er spielt zwar recht basic, das, was er spielt, spielt er eben gut. Ja, was mir halt auch auffällt, ist deine Kämpfe, wenn ich die anderen betrachtet habe, dadurch, du konntest dich viel öfters fallen lassen, weil du brauchst den Gegner ein paar Mal treffen, wegen der Gier und hattest dann halt die MP zum Fallen lassen oder halt schnell für den Erzfeind und genau das fehlt dir, glaube ich, auch in dem Kampf, weil du bist halt ziemlich erzfeindlastig, wenn ich das mal so sagen darf. Und du nutzt einfach, weil es halt mit der KD halt perfekt hinhaut. Ja, und du lässt dich halt sehr gerne fallen, sehr, sehr gern sogar. Natürlich, wenn ich 100 MP habe, lasse ich mich fallen, um kein Damage zu nehmen. Da muss ich sagen, hat er dich gerade gut ausgetrickst, auch wenn sein Damage halt wieder hoch war, dass er die Combo unterbrochen hat und dann auf die andere Seite springt, du darauf reinfällst, hochspringst und er dich direkt wieder hat. Ja, also, da auch wieder schön an der Seite, eigentlich sehr schön, aber man sieht Damage 1100. Mhm. 575 so, 1300 Crit. Ja, ich würde sagen, so 5k Zusatz hat er bestimmt. Gesockelt. Aber es ist halt einfach, ne? Und das 0-1. Ist einfach so, also, was ich halt gesehen habe, ich finde teils den Spielstil recht passiv, wenn ich es so sehe, eigentlich sehr offensiv, und halt immer, man kommt halt nicht mehr raus durch diese Geschwindigkeit, ne? Ja. Und man muss halt erstmal so einen Weg finden, dran zu kommen. Vor allem bei Rena, die halt doch relativ gut auch rausstraucheln kann aus den Kombos, dass man eine sichere Kombo hat. Zum Beispiel da, Aufreißer hat bei mir gehittet, bei ihr nicht, bei ihm nicht. Das ist, weil er halt weggesprungen ist und dann kommt halt dieses tolle L-Sword-System, wie es halt arbeitet, ne? Und dadurch hast du ihn halt nicht gehabt. Also, es ist wieder 80% an HP weg. Ja, das ist halt mit von einer Kombo. Und du hast keine MP mehr, weil du dich hast fallen lassen. Was ist auch wichtig, weil sonst wird er dich wahrscheinlich mit einer Kombo töten. Gut. Die Sache ist halt, er macht viel Damage, aber er trickst sich halt sehr gut aus. Es ist, kommt mir so vor, als, ja, ich will jetzt nicht sagen, S++ gegen C-Rang. Das wäre jetzt fies dir gegenüber, aber irgendwie, er weiß halt genau, was du machst. Du kriegst ihn nicht wirklich, er hat halt immer genug MP, weil er dich oft kriegt. Und deswegen ist der Kampf wahrscheinlich auch so einseitig gewesen, weil er hat dich immer wieder und... Ja, es gibt wirklich Situationen, da wirkt es sehr stark so. Es ist halt einfach so, dass ich halt sehr, sehr viele Bewegungen habe, die mich halt in der Bewegung stoppen. Ja. Und Rena halt viele Bewegungen haben, die halt weiterfließend sind.
da auf jeden Fall. Und was mir halt wirklich fehlt bei dir, ist diesmal wirklich dieses etwas passiver Spielen. Du bist sehr aggressiv, wahrscheinlich weil du auch ein bisschen sauer warst. Ich versuche mir halt auch einen aggressiveren Spielstil, halt offensiveren beizubringen einfach, damit ich halt zwischen diesen offensiveren und passiveren spielen kann. Mhm. Mir wurde zwar im Vorhinein schon gesagt, ich sollte lieber passiv gegen ihn spielen, gegen Owen. Ja. Aber es ist halt so, ich wollte halt gerade dann in dem Moment, also wie gesagt, ich war auch total abgefuckt, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall. Aber mal im Ernst, gegen Renas muss man passiv spielen als Raven. Du bist einfach viel langsamer. Hm. Wenn du aggressiv draufstürmst, durch dieses... Ich wollte eigentlich das machen, ich will einfach diese Dominanz lernen halt, die man halt machen kann, dass man die Gegner wirklich in der Enge hat und die nicht mehr gehen lässt. Ja, das klar. Das will ich in RF derzeit lernen. Klar, aber wie gesagt, also ich wurde total dominiert. Weil gut, du siehst halt vielleicht irgendwann ein Rematch, um mal zu gucken, ob sich verändert dann der Freeze von Buff. Ja, du siehst und aber auch halt, diese, was er halt viel macht, ist dadurch, dass du so aggressiv bist, er wartet halt ab, macht einen Side-Change-Skill zum Beispiel, also dieses Rechts-X ist das, glaube ich, bei Arena auch, wo er dann von der anderen Seite einen Pfeil schießt oder macht halt Alpha-Pfeil und du wirst immer wieder getroffen, du fällst immer wieder drauf rein, weil du immer wieder auf ihn zuläufst. Du musst einfach ruhiger spielen gegen WS. Er slidet auch gern und genau das ist eigentlich der Moment, wo du ihn kriegen kannst. Wenn dieser Slide kommt, ungefähr... Aufreißer? Noch nicht mal, nein. Aufreißer zerstört oft... dann deine MP einfach nur, weil er einfach durchschleidet. Ja. Was ich halt gerne mache dann ist, wenn ich sehe, die Arena slidet gern, ich bleib viel stehen, hüpfe auf einer Stelle, guck aber, dass ich sie immer im Blick behalte und versuche über den Slide drüber zu springen, um ihn dann von der anderen, von hinten halt zu schlagen. Mhm. Das ist, glaube ich, so das Geheimrezept, was du hättest anwenden müssen. Da ist das 4-0. Jo, das war's, ne? Ging ziemlich schnell, wir haben jetzt nicht viel kommentiert, wir haben eher geguckt, dass wir irgendwas Gutes finden. Ich sag mal, Mindgaming und Klasse, du diesmal absolut untere Schublade vom Mindgaming her, weil du ich konnte gar nicht erst ins Spiel wirklich reinkommen, ja. Und dazu wurde mir gar nicht irgendwie gesagt die Gelegenheit gelassen. Richtig. Die Sache halt, die hat mich dann angepasst, für deine Fans easy und so weiter, er meinte zwar im Nachhinein, das wäre halt nicht so gemeint von wegen, ja, dass es ein easy fight gewesen wäre und dass er es immer schreibt und so weiter, aber ist halt einfach in so einem Moment ist man einfach dadurch angepisst und natürlich, so weiter. Natürlich, natürlich. Deswegen ja, you give them free und Menge Zusatz, von mir, ne? Ja, wie gesagt, also auf so einem Fight ist man eben, das ist einfach normal, das ärgert man sich gerade, ne? Ja, klar. Aber man muss halt zugeben, klar verloren, Gratulation, ne? Hier, owned. Ja. Dazu... Ich denke, es wurde mehr als genug zu diesem Fight gesagt. Wir haben jetzt also noch Zeit zum Resümieren, um ein bisschen über den Fight zu reden, aber Gott, ist der Fight hat mich echt aufgeregt gehabt. Glaube ich dir. Ich meine, jeder Fight ist dafür da, um dazu zu lernen, um besser zu werden. Man findet immer seinen Meister, man findet immer Spielstile, gegen die man schlechter spielt und gegen die man besser spielt. Und also für meinen Teil muss ich sagen, ich muss auch noch ein bisschen dazu lernen, das hat man diesmal vor allem gesehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche allen nochmal viel Spaß, danke fürs Mitkommentieren, danke und guck, der schreibt jetzt Arrancas plus 7 Set, den Kampf sieht man noch den Anfang, aber ja. Ja. Bis zum nächsten Let's Battle. Junge. Hoffentlich Battle, dass ich dann das wirklich wieder einen Kampf nennen kann. Und kein Let's Owned. Ach ja, passiert. Dafür steht er mit seinem Namen. Und ich verabschiede mich damit auch, ja? Ach, jetzt hier wie Hip in der Hip-Werbung. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Genau. Dann sollte ich aber wirklich auch für meinen, mit Lovely Dead, für den lieblichen Tod, ne? Richtig. Namen stehe. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao.